Auch in Europa haben einige bekannte Firmen in den letzten 10 Jahren Versuchsmodelle mit Turbinenmotoren entwickelt. Zuerst die englische Firma Rover, dann kamen Fiat und Renault in Frankreich. Also, es war eine gewisse Aktivität festzustellen. Versuchsmodelle wurden vorgestellt, es wurde auch eine gewisse Propaganda mit diesen Versuchsmodellen gemacht. Aber was ist heute? Heute gibt es weder auf unserer Automobilausstellung noch sonst irgendwo auf dem Automobilmarkt einen serienmäßigen Turbinenwagen. Das Gespräch ist ja beinahe eingeschlafen darüber. Und warum eigentlich? Wir haben einen der führenden Köpfe aus der deutschen Automobilindustrie hier zu uns gebeten, um ihn zu fragen, wie sieht das eigentlich heute aus mit der Entwicklung der Turbinenmotoren für Automobile? Herr Porsche, es ist doch so, bei den Flugzeugen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir Turbinenmotoren haben. Die Caravelle, die 707, die fliegen über den Ozean selbstverständlich. Wir betrachten sie als sichere Maschinen. Warum sind wir im Automobilbau noch nicht so weit wie im Flugzeugbau? Ja, da muss man zuerst einmal den Unterschied machen zwischen einer Turbine im Flugzeug und einer Turbine im Fahrzeug. Die Flugzeugturbine bewegt das Flugzeug durch Rückstoß, etwas, was man auf der Straße nicht tun kann. Und eine Fahrzeugturbine müsste die Kraft auf eine Welle übertragen. Und darin liegt der große Unterschied dieser beiden Dinge. Und darin liegt auch der Grund, warum man heute noch nicht mit Turbinen auf der Landstraße herumfährt. Ja, Herr Porsche, eine Zwischenfrage. Es ist aber doch technisch möglich, man hat es bei diesen Versuchsmodellen gesehen, diese Kraft der Turbine auf die Räder zu übertragen. Selbstverständlich ist es technisch möglich, aber man muss in diesem Zusammenhang vieles betrachten. Sehen Sie an, es werden heute auf der ganzen Welt ungefähr 60.000 Motoren täglich in Automobile, das heißt Personen- und Lastkraftwagen, eingebaut. Allein die Umstellung einer solchen Produktion, der Service, das Anlernen des Kundendienstes, alle diese Dinge sprechen so lange für das Herkömmliche, solange das andere nicht das Herkömmliche wirklich echt überholt hat. Echt überholt heißt, dass es bestimmte wesentliche Vorteile hat. Ja, eine Frage dazu noch. Man hört, diese Turbinen laufen mit Drehzahlen von 30.000 oder 35.000. Ist das mit ein Hinderungsgrund? Diese Drehzahlen kann man vielleicht nicht so beherrschen, beispielsweise im Stadtverkehr. Es ist sicherlich mit eine Komplikation. Aber die Drehzahlen allein sind es nicht. Ich meine, für das Geräusch, siehe zum Beispiel das Problem, allein das Warmlaufen von Turbinen, Flugzeugen, was für Probleme das aufwirft, siehe Hamburg, die Lärmstörung. Auf der anderen Seite die Übersetzung einer 35.000-tourigen Turbine zu einem Laufrad auf der Straße ist eine wesentlich größere, auch komplizierend für diese Anordnung. Aber ich glaube, das allein ist nicht der Grund, sondern der Grund liegt auch im Wirkungsgrad der Turbine, die eben im Fahrzeug eingebaut eine Komplikation in Kauf nehmen müsste, zum Beispiel Wärmetauscher, die im Flugzeug gar nicht notwendig sind, als Rückstoß. Also mit anderen Worten, eine Turbine im Kraftfahrzeug müsste noch komplizierter sein, damit auch störanfälliger und teurer. Und teurer. Und teurer. Ja, Herr Porsche, eine letzte Frage. Wie würden Sie für die nächsten 5 Jahre eine Prognose stellen? Haben wir Turbinenfahrzeuge zu erwarten? Oder werden die mehr oder minder wieder ganz in der Versenkung verschwinden? Wenn wir Turbinenfahrzeuge zu erwarten haben, dann in erster Linie bei Großmotoren, das heißt über 200 Pferde, bei Lastkraftwagen, Omnibussen. Da wird fest daran gearbeitet, auch in Amerika und in Europa. Im Personenwagen glaube ich, dass in den nächsten 5 Jahren von den 60.000 Fahrzeugmotoren ein verschwindender Teil als Turbinenmotoren eventuell gebaut würden. Mit anderen Worten, wenn Turbine im Automobil, dann zuerst in großen Lastwagen und Omnibussen und in den nächsten 5 Jahren sicher noch keine große Serie in einem Personenwagen.